Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dirk. Schön, dass ihr mich eingeschaltet habt. Zurück aus der Quarantäne. Ich bin wieder gesund. Das Ganze hat sich etwa 5 Wochen hingezogen, aber es gab keine schwerwiegenden Komplikationen. Heute melde ich mich mit einem neuen Video, denn der Stefan MSP Camber hat einige Fragen gestellt und er bat mich darum, diese Fragen in Form eines Videos zu beantworten, und das tue ich natürlich gerne. Alle Fragen beziehen sich auf die Stromversorgung im Wohnmobil. Ich komme zur ersten Frage und diese Frage lautet: Warum entleert sich die Starterbatterie, obwohl das Wohnmobil nicht bewegt wird? Man könnte diese Frage auch anders formulieren und das würde genau diesen Punkt treffen. Warum entlädt sich die Starterbatterie, obwohl das Wohnmobil bewegt wird? Jetzt könnte der eine oder andere meinen, na dann ist bestimmt etwas kaputt. Aber dem ist nicht so. Da komme ich später dazu. Was der Stefan meint, ist ganz einfach: Wenn er das Wohnmobil abstellt, vielleicht über einen längeren Zeitraum, gerade jetzt in der aktuellen Situation, keiner weiß, wann man wieder fahren darf, und nach 4 Wochen ist die Spannung so niedrig, dass das Fahrzeug nicht mehr anspringt. Was ich aber meine, das ist ein Grund mit. Ich stelle das Fahrzeug ab nach einer längeren Tour und da ist bereits die Spannung so weit runter, dass letztendlich die Batterie schon entladen ist. Das heißt also, im Fahrbetrieb wird die Batterie nicht ausreichend aufgeladen. Und das ist bei den Fahrzeugen mit der Euro 6D Temp der Fall. Das heißt also, hier gibt es eine intelligente Ladeelektronik, die in erster Linie versucht, die Abgasemissionen, die Grenzwerte der Abgasemissionen einzuhalten und in zweiter Linie die Batterie zu laden. Also wenn die Batterie nicht unbedingt geladen werden muss, dann wird auch die Batterie nicht geladen. Das heißt ganz einfach, der Generator kann sich auch im Fahrbetrieb komplett abschalten. Jetzt habe ich mal den Spannungsverlauf überwacht, und zwar mit meinem Batteriecomputer. Da kann ich mir die Spannung der Starterbatterie aufrufen und dieser Wert bleibt dann hier auch stehen. Im Gegensatz zum Infopanel, wenn ich jetzt auch die Starterbatterie mal aufrufe, dann verlischt das nach einiger Zeit wieder. Aber diesen Wert kann ich also während der Fahrt beobachten. Zum Beispiel, wenn ich verkehrsbedingt stehe an der Ampel oder sonst wo, kann ich mal einen kurzen Blick darauf werfen, um mir überhaupt mal einen Überblick zu verschaffen, wie sieht denn während der Fahrt der Spannungsverlauf aus. Und das habe ich getan vor einigen Wochen. Da waren wir im Märkischen Oderland gewesen. Und ich hatte zu Beginn der Fahrt, ohne dass ich überhaupt den Zündschlüssel angesteckt hatte, 12,6 Volt auf der Starterbatterie. Das ist soweit in Ordnung. Während der Fahrt belief sich der Spannungsverlauf der Starterbatterie zwischen 12,4 Volt und 12,9 Volt. Wobei 12,9 Volt schon die absolute Spitze war. Meistens lag die Spannung so um die 12,7 bis 12,8 Volt. Das heißt also, die Batterie selbst wurde nicht geladen. Mehr oder weniger wurde das ausgeglichen, was verbraucht wurde. Ja, das Licht war eingeschaltet gewesen, der Heizungslüfter, noch einige andere Verbraucher und vor allem auch der Ladebooster war in Aktion gewesen mit anfangs 12 bis 14 Ampere, dann später nur noch mit 7 bis 8 Ampere. Als die Aufbaubatterien dann weitgehend geladen waren. Als wir dann nach 306 Kilometern am Ziel eingetroffen sind, lag die Spannung bei 12,4 Volt. Und da muss ich sagen, wir hatten also eine negative Spannungsbilanz hier im Fahrzeug, trotz wir gefahren sind. Dann hatte ich 2 Stunden das Radio laufen, während wir gegessen hatten. Und danach sank die Batteriespannung der Starterbatterie auf 12,2 Volt. Die hatte sich dann zwar auf 12,3 Volt wieder erholt, aber das ist schon nicht ausreichend geladen. Wir haben dann 3 Tage gestanden und da muss man ja sehen, wenn ich in das Fahrzeug hinein möchte, dann muss ich ja die Fernbedienung betätigen. Und in dem Moment gehen von der Starterbatterie ungefähr um die 3 Ampere weg. Und diese 3 Ampere werden dann auch noch bis zu einer Stunde gezogen. Das heißt also, in dem Moment, wo ich das Fahrzeug entriegel,
gehen die Steuergeräte schon mal in Bereitschaftsaktion und verbrauchen eine Menge mehr Strom als eben im Ruhezustand. Also da muss man schon mal sehen, wenn man ständig rein und raus geht und immer wieder das Fahrzeug verriegelt, dann hat man schon mal einen hohen Stromverbrauch bei der Starterbatterie. Das Problem hat derjenige, der einen Teil integrierten hat, wo letztendlich die Aufbautür nicht mit der Zentralverriegelung verbunden ist, wo man noch richtig aufschließen muss. Das Problem hat derjenige nicht, aber hier trifft das genau zu. Als wir dann 3 Tage gestanden hatten und die letzte Nacht dann minus 4 Grad hatte und wir wollten starten, habe ich den Zündschlüssel angesteckt und da fiel die Spannung ab der Starterbatterie auf 11,9 Volt. Also da war die Batterie eigentlich schon fast, kann man sagen, entladen gewesen. Das Fahrzeug sprang zwar noch an, da hat man auch überhaupt nichts gemerkt. Der Anlasser zog durch, keine Frage. Auf der Rückfahrt dann aber interessanterweise, muss ich sagen, nachdem ja die Batterie so weit runter war, hat sich der Generator aber richtige Mühe gegeben und hat tatsächlich die Batterie geladen und das Spannungsniveau lag dann so ungefähr zwischen 13,8 und 14,1 Volt. Als ich dann zu Hause eingetroffen bin, lag die Spannung bei 13,2 Volt und das hat auch mal 4 Wochen gedauert, ehe überhaupt die Batterie auf 12,5 Volt wieder abgesunken war. Und das muss man immer sehen, wenn man das Fahrzeug abstellt und ich habe vielleicht nur eine Spannung von 12,2 Volt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn nach 4 Wochen die Spannung so niedrig ist, dass das Fahrzeug nicht mehr anspringt. Der zweite Punkt, warum sich die Batterie in der Ruhe entlädt, das ist natürlich der Ruhestrom. Und das habe ich schon angesprochen mit dem Beispiel mit der Zentralverriegelung. Das Komfortsteuergerät steht unter Strom und sobald ich die Fernbedienung betätige, kann ich die Türen entriegeln. Das Gleiche trifft natürlich auch für das Motorsteuergerät zu, denn dort sind Lärmwerte eingespeichert. Sobald ich die Batterie abklemme, wären letztendlich die Lärmwerte gelöscht. Und das soll ja nicht so sein, denn ich brauche einen gewissen Fahrzyklus, bevor die Lärmwerte wieder eingetragen sind. Und das kann manchmal bis zu 400 Kilometer dauern. Ja, und dann hat man vielleicht eine Alarmanlage nachgerüstet und auch diese benötigt Ruhestrom. Das heißt also, ich habe mal nachgeschaut, die Wipro 3 zum Beispiel. Minimal 11 Milliampere, das ist natürlich super gering und das trägt eigentlich, sage ich mal, zur Entladung der Batterie nicht mit Bateil oder zumindest nicht spürbar. Selbst der Profinder verbraucht in der Ruhe nur 23 Milliampere, was eigentlich nicht so viel ist. Also ich würde mal sagen, der Ruhestrom im Fahrzeug, der sollte schon so vom Hersteller her berechnet sein, dass die Batterie sich dadurch nicht wesentlich entlädt. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser Ruhestrom auch nicht über, na sagen wir mal, 100 Milliampere liegt. Ich habe hier ein Gerät. Damit kann ich zum einen mal testen, wie gut meine Starterbatterie noch ist. Und hier habe ich ein Ampermeter. Und das werde ich dann auch mal zwischenschalten. Und da werden wir mal sehen, wie hoch liegt tatsächlich der Ruhestrom hier im Fahrzeug. Und dazu muss man natürlich dann das Gerät anschließen, einschalten und dann eine Stunde warten. Denn wie gesagt, wenn ich die Batterie frisch anschließe, dann sind erstmal eine Menge Steuergeräte aktiviert und diese gehen dann nach 10 Minuten oder vielleicht erst nach einer Stunde dann in den Ruhemodus und dann hat man den eigentlichen Ruhestrom, der dann permanent fließt. Also das werden wir dann mal praktisch testen. Und der dritte Faktor, der dazu beiträgt, dass die Spannung der Starterbatterie sinkt, wenn das Fahrzeug längere Zeit steht, das ist natürlich die Selbstentladung der Batterie. Jetzt nach einem halben Jahr sollte das noch nicht so die Rolle spielen, aber wenn die Batterie mal 4 Jahre alt ist, dann kann das natürlich erheblich sein und dann kann es auch sein, dass bereits nach einer Woche die Spannung so niedrig ist, dass das Fahrzeug nicht mehr anspringt. Genau eine Stunde ist das Ampermeter schon zwischengeschaltet und wir sehen jetzt einen Ruhestromverbrauch zwischen 81 und 84 Milliampere.
Ich habe jetzt das Radio eingeschaltet und betreibe es mit ganz normaler Lautstärke. 1,8 Ampere circa, das ist also nicht allzu viel. Ich habe jetzt eine Fahrerhaustür geöffnet und dieser erhöhte Stromverbrauch bleibt jetzt eine Stunde erhalten. Der Zündschlüssel steckt nicht an. Ich werde jetzt mit dem Batterietester den Schnelltest der Starterbatterie durchführen, um festzustellen, ob die Starterbatterie noch in Ordnung ist. Die Batterie ist also noch zu 100% in Ordnung, die Spannung beträgt 12,38 Volt und die Startleistung beträgt 720 Ampere. Es wird aber empfohlen, die Batterie aufzuladen. Die zweite Frage bezieht sich auf den Profinder. Und da kam die Frage, ist es tatsächlich so, dass ich eine Warnmeldung erhalte, wenn die Spannung der Starterbatterie auf einen kritischen Wert absinkt? Und da muss ich sagen, so weit muss man es letztendlich gar nicht kommen lassen, denn man hat ja schon vorher die Möglichkeit, sich die Spannungen U1 bis U5 aufzeigen zu lassen. Wenn es aber denn doch so sein sollte, dass die Batteriespannung der Starterbatterie auf 11,2 Volt dauerhaft absinkt, dann bekommt man ein SMS mit der entsprechenden Warnmeldung, dass die Starterbatterie einen kritischen Zustand erreicht hat. In dem Fall wird es sich dann aber auch der Profinder abschalten bzw. in den Standby-Modus gehen. Und dieser schaltet sich erst dann wieder zu, wenn die Spannung der Starterbatterie 12,5 Volt erreicht hat. Die dritte Frage bezieht sich auf die Solaranlage. Und da kam die Frage, lädt letztendlich die Solaranlage nur die Aufbaubatterien wieder auf oder auch die Starterbatterie? Und dazu kann ich sagen, die Starterbatterie wird auch geladen, aber der Strom ist so gering, dieser beträgt bei mir zum Beispiel nur 0,8 Ampere, dass das letztendlich nur ein Erhaltungsstrom ist. Das heißt also, ich kann mit 0,8 Ampere die Batterie von der Sache her nicht aufladen. Das gleicht eigentlich nur die Verluste auf. Wenn ich Landstrom angeschlossen habe, dann ist es halt so, dass nach einigen Tagen oder Wochen die Spannung leicht ansteigt. Aber ich bekomme die Starterbatterie damit nicht vollgeladen. Das Ganze geht über den Solarregler, der ist ja verbunden mit dem EBL, aber auch wer zum Beispiel den Ladebooster verbaut hat, sobald die Aufbaubatterien geladen sind, würde letztendlich der Stromfluss sich umkehren und die Starterbatterie würde Ladestrom kriegen. Aber dieser liegt auch im Bereich der Erhaltungsladung, also laden ja, aber das ist mehr oder weniger eine Erhaltungsladung und das reicht ja eigentlich auch aus, denn wir wollen ja Strom auf den Aufbaubatterien, um eben maximal autark zu stehen. Bei der vierten Frage geht es darum, wie kann ich den Stromfluss im Aufbau unterbrechen? Und das geht natürlich ganz einfach, wenn ich diesen Schalter ausschalte, dann schalte ich sozusagen den Elektroblock aus. Und dann habe ich hier im Aufbau keinen Strom mehr. Das heißt also, die Heizung ist aus, das Fernsehgerät, überhaupt die Steckdosen sind aus, der Kühlschrank arbeitet nicht mehr und die Beleuchtung ist auch aus. Wo ich aber noch Strom habe, das ist zum Beispiel in diesem Truma CB Plus Bedienteil, damit die Uhr erhalten bleibt. Wo ich auch noch Strom habe, das ist die vollelektrische Schiebetür und die Drittstufe. Der Stefan hat aber gesagt, ich habe jetzt diesen Schalter ausgeschaltet gehabt und zusätzlich den Hauptschalter habe ich ausgeschaltet. Hat er gefragt, wozu benötige ich noch den Hauptschalter, wenn ich auch hier die Spannung wegnehmen kann. Also wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist bei mir, dann geht natürlich auch die Aufbautür nicht mehr zu öffnen und auch die Drittstufe fährt nicht mehr aus. Und dann habe ich natürlich auf dem Truma CB Plus Bedienteil keinen Strom mehr. Das heißt also, wenn ich den wieder einschalte, muss ich hier erstmal die Uhr einstellen. Dann habe ich hier alles soweit stromlos und die Batterien können sich nicht entladen und es kann hier auch kein Kurzschluss entstehen. So weit, so gut. Jetzt hat er aber festgestellt, wenn er in das Fahrzeug reinkommt, dann hat sich dieses Truma CB Plus Bedienteil eingeschaltet und
Das hat er jetzt nicht geschrieben, aber ich gehe mal davon aus, dass ein Fehler im Display gestanden hat, zum Beispiel W255H. Das heißt also, dass die Heizung keinen Strom hat. Jetzt fragt er, wie kann das sein? Ich habe die Batterien abgeschlossen, abgeklemmt mit diesem Hauptschalter. Das heißt also, der Pluskontakt ist letztendlich getrennt und trotzdem schaltet sich dieses Bedienteil ein. Er hat ja keinen Landstromanschluss, denn sonst hätte er ja das Problem mit den Batterien gar nicht. Aber er hat eine Solaranlage verbaut. Das heißt also, wenn er eine Solaranlage verbaut hat und diese liefert Strom, denn die Stromversorgung geht ja letztendlich nicht von den Batterien aus, sondern vom EBL, also von diesem Elektroblock. Der ist zwar ausgeschaltet, ich habe hier in dieser Anlage keinen Strom, aber wenn dieser ausgeschaltet ist, wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist, dann habe ich ja hier noch Strom drauf. Letztendlich, damit die Batterie erhalten bleibt. Und jetzt liefert aber der Laderegler der Solaranlage unter Umständen eine Unterspannung oder auch mal Spannungsspitzen. Denn die Batterien dienen letztendlich auch dazu, dass die Spannung stabilisiert wird. Also wenn die Batterien verbaut sind, dann gibt es letztendlich keine Unterspannung. Das wird dann durch die Batterien kompensiert. Diese entladen sich dann zwar, aber ich habe einen gleichbleibenden Strom. Wenn die Batterien natürlich nicht angeschlossen sind und ich würde jetzt mal diesen Schalter einschalten und Strom kommt nur über die Solaranlage, dann würde die LED-Beleuchtung flackern. Das heißt also, ich habe eine nahezu ungeregelte Spannung, weil die Spannung durchaus eher im Bereich der Unterspannung ist. Gerade jetzt, wo die Sonne immer mal weg ist und ja wieder etwas stärker durchkommt. Und das kann natürlich elektronische Bauteile schaden. Das heißt also, wenn die Solaranlage Strom bringt, dann kann ich den Hauptschalter nicht einfach ausschalten. Das führt dann dazu, dass tatsächlich dieses Bedienteil sich aufgrund von Unterspannungen einschalten kann. Dasselbe trifft natürlich auch auf die Starterbatterie zu. Wenn ich jetzt meine, ich klemme mal eben die Starterbatterie ab und habe noch die Solaranlage verbaut, dann kann es auch sein, dass ich weiterhin, oder auch wenn Landstrom angeschlossen ist, dass ich weiterhin auf dem Bordnetz Strom habe. Und gerade der Strom von der Solaranlage, die Unterspannungen sozusagen und die Spannungsspitzen, die bekommen natürlich letztendlich den Steuergeräten nicht gut. Ja, soweit hätten wir jetzt alles geklärt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage an dieser Stelle Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.